Hallo, liebe cannabinoide Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von unseren Sortenberichten seid. Und diesmal nehmen wir uns L.A. Kush Cake vor. Ja, wie man am Namen schon erkennen kann, kommt diese Sorte von der amerikanischen Seite aus dem Hause Seed Junkie Genetics. Es ist jedenfalls eine Kreuzung aus Wedding Cake und Kush Mint. Also ein Hybrid-Strain, den wir nicht genauer einstufen können. Ja, der Geruch ist eher waldig und ein bisschen säuerlich. So die süßliche Note kommt erst nach dem Grinden zum Vorschein. Und die Sorte hat eher so kleine Buds, ist aber sehr gut getrimmt. Sie ist kompakt und sieht gefährlich aus. Ja, die Buds haben teils einen leichten Violettstich, sind aber eher dunkelgrün bis braun. Und ich würde sie als gute trichombesetzte Blüten beschreiben. Ja, die Blüten können einen THC-Gehalt von bis zu 24% aufweisen. Unsere Blüten hier haben 22,8. Die Blüten lassen sich eher schwer zerkleinern und sind nicht sehr ergiebig. Also der Geschmack ist lecker und man merkt, wie stark es ist. Und die Note von Keksen konnte ich leider auch nicht so wahrnehmen. Ja, ob es sich um bestrahlte Blüten handelt, ist leider auch nicht bekannt. Aber wir hoffen mal, dass sie nicht bestrahlt sind. Ja, und jetzt kommen wir zum Drucktest. Dann lassen wir mal den Keks aus der Dose. Das LA Kush Cake schauen wir uns jetzt nochmal an. Beziehungsweise machen den Drucktest. Nehmen wir eine etwas größere Blüte. Gehen näher ans Mikrofon. Ihr merkt also, ihr hört eher die Buds auf den Boden fallen und nicht dieses Crunchige beim Drücken. Also es ist sehr kompakt, sehr fest. Ich kann mich auch noch mal einen anderen daneben legen, dass ihr das seht. Und deshalb auch nicht so crunchig beim Drücken, aber sehr geniale Farbe. Schaut mal. Den Drücktest hat es auf jeden Fall bestanden. Sieht auch sehr schön harzig aus und ja, sehr stark, finde ich. L.A. Kush Cake. Ja, für diese Sorte haben wir in unserer Apotheke diesmal 16,85 Euro das Gramm bezahlt. Ja, ist natürlich ein höherrangiger Preis, vielleicht weil es so viele Flugstunden hinter sich hat. Gut, die Blüten haben einen THC-Gehalt von ca. 24% und in den Apotheken ist es als Demecan 2401 Trikot erhältlich. Ja, LA Kush Cake ist auch bekannt als Los Angeles Kush Cake oder LA Kush Cake Nummer 11. Diese Kreuzung der beliebten Wedding Cake und Kush Mints stammt von Liberty Healed Science und Seed Junkie Genetics. Ja, angebaut werden diese medizinischen Blüten übrigens in Kanada. Jetzt kommen wir noch zur Aufstellung des Terpenprofils. Wie immer der Hinweis, der Terpengesamtgehalt und die Verteilung der Chargen können naturgemäß variieren. Ja, Myzen ist hier mit 11,8% enthalten, das Linalool mit 18,8%, die Limonene mit 36,8%, Humulene mit 5,6%, Pinene mit 3,5% und Caryophyllene sind mit 23,6% enthalten. So, die Zusammenfassung. LA Kush Cake ist eine Indica-dominante Sorte von Seed Junkies Genetics. Der THC-Gehalt ist bis zu 24% und der CBD-Gehalt bis zu 1%. Der Geschmack geht von Vanille über Pfefferminz und wird eher als waldig-erdig eingestuft. Der Preis von 16,85 Euro ist eher im hochrangigen Sortiment anzusiedeln. Ja, man kann also LA Kush Cake als eine echt starke Sorte, die nicht jeder verträgt, bezeichnen. Mich stört, dass es leider nicht sehr ergiebig ist. Dadurch, dass die Sorte ja auch ein bisschen teurer ist. Also somit verbraucht man es einfach zu schnell.
Was mir gefällt, ist nach dem Grinden diese rötliche Farbe. Auch wenn man Farbe nicht schmeckt, ist es einfach was fürs Auge. Es ist also ein einigermaßen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, es ist eher eine Sorte für den entspannten Abend, würde ich jetzt mal sagen. Auch eher sedierend und schmerzstillend. Macht aber auch leicht kreativ. In diesem Sinne, bleibt kreativ und gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, eure Erfahrungen lese ich in den Kommentaren. Bis dahin, baba.